dich, Jesus, und erleuchte mein Herz. Schenke mir Glauben, Hoffnung und Liebe und erfülle, o Herr, deinen Willen in mir. Lass mich spüren, wie sehr du mich liebst. Lass mich spüren, wie sehr du mich liebst. O berühre mich, Jesus, und erleuchte mein Herz. Schenke mir Glauben, Hoffnung und Liebe und erfülle, o Herr, deinen Willen in mir. Lass mich spüren, wie sehr du mich liebst. Lass mich spüren, wie sehr du mich liebst. O berühre mich, Jesus, und erleuchte mein Herz. Schenke mir Glauben, Hoffnung und Liebe und erfülle, o Herr, deinen Willen in mir. Lass mich spüren, wie sehr du mich liebst. Lass mich spüren, wie sehr du mich liebst. Lass mich spüren, wie sehr du mich liebst. Sie in der Hauskapelle des franziskanischen Klosters in Werdohl und möchte Sie zu einer weiteren ökumenischen Andacht in dieser Form einladen. Wir beginnen im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sie haben gerade ein Lied gehört, in dem umgedichtet ist ein Gebet von Franziskus von Assisi, ein Gebet, das er vor diesem Kreuz gesprochen hat. Das ist natürlich eine Kopie des Kreuzes, das ab dem 10. Jahrhundert in einer der Kirchen in Assisi stand. Und Franziskus hat vor diesem Kreuz mehrere Tage, Wochen, Monate gebetet: Herr, was willst du, dass ich tue? In diesem Gebet hat sich Franziskus an Gott gewandt, damit er ihn führt und leitet. Es war eine schwierige Zeit in der Kirche, in der Welt. Wir können uns dieses Gebet auch zu Herzen nehmen und vor allem die Zusammenfassung dieses Gebetes: Herr, was willst du, dass ich in meiner Umgebung in dieser schwierigen Zeit auch tue? Ich bete jetzt mit den Worten des Franziskus. Höchster, glorreicher Gott, erleuchte die Finsternis meines Herzens und schenke mir rechten Glauben, gefestigte Hoffnung und vollendete Liebe. Gib mir, Herr, das rechte Empfinden und Erkennen, damit ich deinen heiligen und wahrhaften Auftrag erfülle. Als Lesung habe ich ausgesucht den Anfang des 12. Kapitels aus dem 1. Buch Mose, aus dem Buch Genesis. Der Herr sprach zu Abram: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen, wer dich verwünscht,
den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott dem Herrn. Am fünften Sonntag in der Fastenzeit werden Kreuze zugedeckt. Das Kreuz ist ein Zeichen für die Liebe Gottes. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit wir Leben haben. Wir tragen bei uns oft als Zeichen für unsere Lieben, für unsere Ehepartner, Kinder, die Fotos bei uns im Portemonnaie. So ein Zeichen, so ein Symbol, so eine Erinnerung an die geliebte Person und an die Person, die mich liebt, an die Liebe, mit der ich geliebt werde, sind Kreuze. Die werden am fünften Sonntag in der katholischen Kirche zugedeckt mit einem Tuch. Wenn ein Foto meiner geliebten Person verschwinden würde, wenn diese Person verschwinden würde aus meinem Leben, wäre es eine Tragödie. Diese symbolische Handlung soll uns einführen in Mitfühlen mit Christus, mit seinem Leiden. Die letzten zwei Wochen der Fastenzeit sollen wirklich mich bewegen, mein Herz bewegen, dass ich trauere um den Gott, der für mich leidet. Und dass ich mich auch erfreue über die Liebe, dass er Liebe selbst leiden will, als dass ich leide. Dass er leidet, damit ich frei bin von der Angst, von der Not, von meiner Schuld. Die letzten zwei Wochen in der Fastenzeit sind eine Einladung, dass ich das Bild nicht vor Augen habe, sondern dass ich dieses Geheimnis der Liebe Gottes und seine Erlösung in mir habe und dass ich verwandelt davon zum Zeichen werde für andere Menschen, für andere Christen, aber auch die Menschen außerhalb der Kirche. An mir soll sich die Liebe Gottes zeigen. Franziskus von Assisi hat vor diesem Kreuz gebetet: Was willst du, dass ich tue? Und er hat vor diesem Kreuz eine Antwort in seinem Herzen wahrgenommen, eine Antwort, die wie eine Stimme Gottes in ihm war: Geh und richte meine Kirche wieder auf, die gerade zertrümmert. Franziskus hat das wirklich verstanden und hat einige gefallenen Kirchen wieder aufgebaut mit seinen Händen. Er verweilte aber weiter im Gebet und hat verstanden, dass Gott nicht Gebäude meint, sondern die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden und der Erlösten. Franziskus ist aber nicht auf die anderen Menschen zugegangen und gesagt, ihr lebt falsch. Franziskus, geführt, geleitet durch Gott in seinem Gebet, hat verstanden, ich kann nur eine einzige Stelle, einen einzigen Stein in dem lebendigen Leib der Kirche erneuern, aufbauen, und zwar mich selbst. Franziskus hat nicht seinen Finger auf andere gerichtet, sondern auf sich selbst. Ich brauche Gott. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Erlösung. Ich brauche Gottes Licht und Gottes Kraft, damit ich weiß, wie ich mein Leben verändere. Und von ihm aus ging ein Impuls, das die Kirche im Mittelalter veränderte. Ja, mehr noch,
ein Impuls, der die ganze Kultur des Mittelalters geprägt hat. Die Berufung von Abraham geschieht an eine Bruchstelle in der Geschichte der Welt. Im 11. Kapitel des Buches Genesis wird erzählt, dass die Menschen sich von Gott abwenden und bauen einen Turm, der zur Katastrophe wird, der die Menschen zerspaltet, die Menschheit zerspaltet. Und Gott antwortet auf diese Katastrophe, auf das, was die Menschen auseinanderbringt, wo Distanz entsteht, wo die Menschen nicht mehr zueinander finden, nicht mit einer Massenbewegung. In dem 11. Kapitel, direkt nach der Erzählung von dem Turm Babel, fängt die Geschichte Abrahams an. Und zu Beginn des 12. Kapitels kommt die Stimme Gottes an den einzelnen Menschen. Geh du, ich sende dich, du wirst Segen sein, durch dich werden alle Völker gesegnet. Nachdem die ganze Menschheit sich von Gott abwendet, beruft Gott den einen einzigen einzelnen Menschen. Bei Franziskus ist es ähnlich. Und an dem 5. Fastensonntag werden wir vor Kreuz eingeladen, persönlich, vor Gott. Jetzt ist das Kreuz zugedeckt. An mir soll sich das Geheimnis des Kreuzes offenbaren. Nicht an anderen, Bischöfen, Papst, Priestern, Pastören, Gemeindereferentinnen. Nicht an anderen. Ich bin erlöst, ich bin geliebt. Wie zeigt sich das an mir? Ist das zu wenig? Die Geschichte von Abraham und von Franziskus von Assisi zeigen, nein. Wenn ein Mensch sich verändert, kann sich die ganze Menschheit verändern. Daraus möchte ich Sie zu einer Fürbitte einladen, auch im franziskanischen Geist, zu einem Gebet um den Frieden, der nicht für andere eine Aufgabe ist, sondern für mich. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen, und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne euch der dreieinige Gott für die persönliche Annahme der Erlösung und der Liebe Gottes und für das Segenwerden für andere Menschen. Der Vater und der Sohn
und der Heilige Geist. Amen. Zum Schluss hören Sie ein Lied, das einen alten alttestamentlichen Segen in Worten des heiligen Franziskus von Assisi zum Ausdruck bringt. Bleiben Sie gesegnet. Zeige dir sein Angesicht, der Herr segne dich, er behüte dich, der Herr segne dich. Zeige dir sein Angesicht, der Herr segne dich, er behüte dich. Erbarm sich deiner, wende dir sein Antlitz zu. Erbarm sich deiner, schenke dir den Frieden. Erbarm sich deiner, wende dir sein Antlitz zu. Erbarm sich deiner. Zeige dir sein Angesicht, der segne dich, er behüte dich, der segne dich. Zeige dir sein Angesicht, der segne dich, er behüte dich. Erbarm sich deinen, wende dir sein Antlitz zu. Erbarm sich deinen, schenke dir den Frieden. Erbarm sich deinen, wende dir sein Antlitz zu. Erbarm sich deinen, schenke dir den Frieden.